Eines der schwächsten, unlogischsten und ungesündesten Argumente, das bis heute vor allem in Alltagsdebatten und in sozialen Medien immer wieder angebracht wird, ist, dass etwas natürlich oder unnatürlich und damit, darauf läuft es meistens hinaus, richtig oder falsch ist. Dass etwas so ist, wie es sein sollte oder eben nicht. Nichts ist, in dem Sinne, wie das Wort üblicherweise verwendet wird, natürlich oder unnatürlich. Die Liste an Themen, die mir hier als Beispiel dienen könnte, rangiert irgendwo zwischen kontrovers, Schönheitsoperationen, Stadtleben, sexuelle Vorlieben, polyamore Beziehungen bis zu garantierter Shitstorm, Vegetarismus, Geschlechterunterschiede, Nationalität, ein All-You-Can-Eat-Buffet von Miedenfeldern sozusagen. Und während ich erst gedacht habe, Vorsicht, nimm mal was Entspanntes, zum Beispiel würden vielleicht viele sagen, dass es eigentlich nicht natürlich ist, dass sich ein Mensch mit über 100 km/h in einer Blechkiste bewegt, glaube ich, dass das Ganze mit Shitstorm-Potenzial doch unterhaltsamer wird. Also nehmen wir Vegetarismus und Veganismus. Meat is Murder, Freunde. Direkt zu weit gegangen. Wir gehen das mal so an. Wir nehmen ein paar der üblichen Argumente gegen Vegetarismus bzw. für das Fleischessen, gucken uns an, wieso diese alle auf derselben falschen Annahme von natürlich und unnatürlich basieren und wieso diese kleine Annahme jedes einzelne der Argumente völlig entkräftet. Das Tolle ist, dass sich diese Methode eigentlich auch auf die ganzen anderen oben genannten Themen anwenden lässt. Cool? Cool. Argument 1. Fleisch essen ist natürlich, Vegetarismus ist unnatürlich, weil der Mensch schon immer Fleisch gegessen hat. Die Idee hinter diesem Argument steht meist in Verbindung mit einer romantisierten Vorstellung vom Urmenschen, vom im Einklang mit der Natur lebenden, jagenden und sammelnden Homo sapiens, und diese wird als natürlichste Form des Menschen wahrgenommen. Gut, also erstmal, in aktuellen Studien wurde tatsächlich gezeigt, dass Proteine vor allem durch den Verzehr von Fisch aufgenommen wurden. Wohl einfacher zu bekommen als so ein Mammutprotein. Und naja, wir leben nun einmal in einer ganz anderen Welt. Wir haben unendlich viele Wege, uns gut zu ernähren. Wir brauchen einfach nicht mehr dasselbe wie der Mensch vor 20.000 Jahren. Aber darum geht's an dieser Stelle gar nicht. Wollen wir wirklich, wirklich das Argument gelten lassen, dass einfach das älteste, ursprüngliche, das natürliche und damit richtig und gerechtfertigt ist? Weil das würde doch bedeuten, dass eigentlich alles, was der Mensch so in sich trägt, seit es ihn gibt, richtig ist. Hass, Mord, Raub, Betrug, alles Dinge, die auch bei Menschen in seiner natürlichen Form vorhanden sind. Und die gelten ja eigentlich in jedem Wertesystem als mehr oder weniger schlecht. Argument 2. Das menschliche Gebiss ist auf Fleischverzehr ausgelegt. Also eigentlich ist es ein Allesfressergebiss, aber gut, stimmt schon. Unser Gebiss ist auch zum Zerkleinern von Fleisch geeignet. Das Argument ist also, dass es natürlich ist, Fleisch zu essen, weil unser Gebiss sich dafür eignet. Im Umkehrschluss ist es unnatürlich, kein Fleisch zu essen. Oder gar kein Gemüse. Da eignet sich das Gebiss ja auch für. Wisst ihr eigentlich, dass der Mensch mal nicht sprechen konnte? Der Mund war mal nur zur Aufnahme von Nahrung da. Sprechen ist also, genau genommen nach dieser Argumentation, auch eine Zweckentfremdung. Oh, und unsere Hände eignen sich hervorragend zum Schlagen oder Würgen. Aus dem, was durch die Evolution entstanden ist, entsteht kein Sollen. Nur, dass man durch den Körper die Möglichkeit zu etwas hat, ist kein gültiges Argument dafür, etwas zu tun oder nicht zu tun. Argument 3. Ohne Fleisch hätte der Mensch sich nicht entwickeln können. In diesem Fall ist das Argument, Fleischverzehr war eine evolutionäre Notwendigkeit und ist deswegen natürlich und richtig. Dieses Argument ist so unschlüssig, dass man fast Kopfschmerzen bekommt. Was ist denn bitte der entscheidende Faktor an dem, was wir Evolution nennen, na? Veränderung! Wie kann man denn bitte mit Evolution argumentieren und zu einem "das war so, das bleibt so" Ergebnis kommen? Ist es etwa unnatürlich, dass der Vogel Strauß nicht fliegt? Hat er nämlich mal gemacht. Oder ist es natürlich, dass der Mensch die ganze Zeit auf zwei Beinen geht? War nämlich nicht immer so. Okay, das soll mal reichen. Ich reg mich zu sehr auf. Was bedeutet das jetzt alles? Diese Argumentationen funktionieren alle auf zwei Ebenen. Erstmal wird das Natürliche als moralische Instanz, als Handlungsweisung wahrgenommen. Wenn es natürlich ist, dass wir Fleisch essen, müssen Vegetarier falsch liegen. Alle ihre Argumente sind entkräftet, denn es ist doch natürlich. Die zweite Ebene, was diesem Denken eigentlich noch vorausgeht, ist die schon angedeutete Vorstellung eines Urzustandes, dass es ebenso etwas wie den natürlichen Menschen gibt.
Am ehesten lässt sich dieses Verständnis von natürlich im Übrigen mit Gott vergleichen. Auch diesem schreibt man ja Intentionen in Bezug auf das Verhalten der Menschen zu. Wenn man sich daran hält, handelt man in seinem Sinne. Der Natur wird hier genauso zugeschrieben, dass sie eine Intention habe, dass das Natürliche im Sinne der Natur sei. Ich hoffe, es wird langsam klar, wie problematisch dieses Argument ist, das wir im Alltag so oft relativ unbedarft gelten lassen oder sogar nutzen. Was das auch nochmal zeigt, ist, wie sich alles verändert, wenn es um menschliche Eigenschaften geht, die uns nicht gefallen. Dann reden wir nämlich plötzlich nicht von natürlich, sondern nutzen Begriffe wie barbarisch. Wir werten dann etwas ab, in dem Sinne, dass es weniger weit entwickelt ist, als wir es als zivilisierte Menschen sind. Plötzlich soll der Mensch möglichst weit entwickelt sein und seine ursprünglichen Triebe gefälligst unter Kontrolle haben. Der ursprüngliche Mensch ist auf einmal also gar nichts Gutes mehr. So, und jetzt gebe ich noch eben zu, dass der Titel Clickbait war. Selbstverständlich kann der Begriff natürlich sinnvoll verwendet werden. Und ich würde nicht widersprechen wollen, dass etwa ein überdehnter Arm, der dadurch verletzt wird, eine unnatürliche, nicht im System Körper vorgesehene Sache ist. Und auch wenn jemand mehr Natur in der Stadt haben will, ist das eine legitime und verständliche Aussage. Aber sobald der Begriff in Debatten um Ethik, Moral, gesellschaftliche Fragen verwendet wird, wird er zu einer reinen Hülse für unsere Vorstellung vom richtigen Menschen. Für den überzeugten Fleischesser bedeuten die scharfen Zähne, dass wir auch Fleisch essen sollten und dürfen. Für den überzeugten Vegetarier könnten die auch zum Verzehr von Pflanzen geeigneten Zähne für exakt dasselbe Argument herhalten. Genauso kann ein Schläger sagen, dass menschliche Aggressionen etwas völlig Natürliches sind. Wie kann man ihn dafür verurteilen? Ich denke mal, ich habe meinen Punkt mehr oder weniger deutlich gemacht. Natürlich ist kein Synonym für wie es sein sollte und der Begriff an sich ist völlig wertfrei. Wenn euch also jemand damit in einer Diskussion kommt, wird damit unter Umständen einfach verschleiert, dass die Argumente hinter dem Begriff ziemlich schwach sind.